Hallo und willkommen zurück zu Pillars of Eternity. Ich habe mir jetzt mal, oder ich habe versucht, mal zu schauen, wie es mit der Quest weitergeht, mit der Mother und mit ihm hier, aber habe dazu nichts Konkretes finden können. Bei Durance gibt es zwar einige Einträge, dass es da einen Bug gibt und den könnte ich natürlich auch haben, aber was Konkretes, wann dieses letzte Gespräch triggert, habe ich nicht finden können. Und das gleiche gilt auch für die Grieving Mother. Dann habe ich auch noch geguckt, wie es mit dieser Songs of the Wild Quest aussieht. Und anscheinend gibt es da keine andere Möglichkeit, als das von der Frau zu klauen oder das in einem Gespräch halt die zu verarschen. Es ist auch nicht so praktisch, aber da gucke ich dann nachher mal nach. So, jetzt hatten wir noch irgend so einen Gegenstand bekommen für... Genau, was wird das hier gewesen sein? Sheathed in Autumn. Na gut, brauche ich auch nicht. Sieht schön aus, aber das war's dann auch. Grappling Hook könnten wir mal wieder ins Inventar nehmen. Da. Haben wir sicher noch welche? Jo, dann würde ich erstmal sagen, das Kind habe ich ja auch noch, wie gesagt, im Lager liegen. Yeah. Alright then. Da hat man keine Dialogoption mehr, farewell. Die sind hier raus. Estremor. Dann würde ich sagen, tauschen wir die aus. Nehmen wir die Jägerin rein. Und dann reisen wir mal zu der anderen Zone und machen die Quest auch noch. Da finden wir dann wahrscheinlich auch noch das andere Vögelchen. Wobei wir natürlich auch den Abschnitt dann später machen könnten. Na, ich nehme erstmal rein und reise zu der Zone daneben an. Dann schauen wir weiter. Eventuell reise ich von da aus dann nicht wieder zurück zu Cat Noir und mache das dann weiter, beziehungsweise erst nochmal zurück zu Gilded Vale, um den einen Typen nochmal umzuhauen. Und in die Stadt wollte ich ja auch nochmal, um da zu schauen. Hello! Hello! Ein Raum bitte. Verarscht, will ich gar nicht. Ich nehme jetzt, werfe jetzt den raus. Und nehme sie rein.
steigern. Ich denke, das ist straightforward. Athletics. Swift Aim, Attack Speed, Reload Speed, Accuracy schlechter, Defensive Bond, das macht alles für das Vieh besser. Takedown, Foe Target Prone für 5,3 ist nix. Stuck für. Ist auch fast nix. 2 per Encounter, nehmen wir das. 10. Hatte die denn überhaupt einen Waffenfokus? Penetrating Shot minus Ranged Attack Speed plus DR Bypass. Ich guck mal, ob die schon eine Waffenspezialisierung hatte. Hatte mit Sicherheit. Ich meine, der hatte ich ja nicht umsonst immer wieder diesen Bogen gegeben. Peasant, ja. Ja, nehmen wir das. I'm here. Und weiter ist die auch schon nicht. Die ist noch auf Level 10. Okay. Alright then. Okay. Dann. Reisen wir mal hier weg. Hey. All right then. Wieso ist denn der gerade nicht so auf Speed wie es jetzt schon? Ah, beim Laufen scheint's. Ich nehme an, dass das nicht von dem Stealth-Modifikator beeinflusst wird. Beim. Also dieses plus 3 Movement, dass das flat drauf addiert wird. Weil der im Stealth wesentlich schneller ist als die anderen und beim normalen Rumlaufen spielt es keine Rolle. So, Amshaw. Accept. Ich könnte natürlich auch noch welche dieser Bounties machen. Die eine muss ich ja sowieso noch abgeben. Hireling Payday. Ja.
Ich nehme an, dass hier diese Tante ist, die ich für die eine Quest umhauen muss. Was ich aber nicht unbedingt machen möchte. Ich nehme an, dass das von... Audra Arch, dead ahead. Dass die wahrscheinlich gar nicht so böse ist. Lay in low. Da liegt noch Zeug. Naja, gehen wir erstmal hier hin. Jo. I await your Erona. An elf stands on a dais in the middle of a clearing. The ground is blanketed with leaves in various shades of russet and gold. Her eyes are closed and her arms folded in front of her. A curtain of autumnal yellow hair hangs in front of her face. As you draw near, she lifts her chin and looks at you with shifting hazel Greetings, eyes. Greetings, Estramor. You are among the Ovates of the Golden Grove. They brighten from dull brown to vivid green. Her voice is as soft as a breeze sighing through trees. You are... Hi, Ovate. An ancient elm among poles and saplings. We have taken root in the same soil, and the others grow in my shade. Their roots nourish my soil. My branches give them shelter. Together, we grow. Your essence shones like an eddy in the stream, Estramor. Speak the question on your soul. I'd like to know more about the Ovates of the Golden Grove. Like the leaves of a tree. We are many sharing one source, one purpose. Living or dying, we nourish one another. The truths of the soul and of the body are written on every blade of grass and sung by every creature under the sun. We learn these truths and sing them back. Ours is not the song of the gods, but of Veretha. This is why many of our number study the discourse of herbs and inhabit the skins of beasts. Your druids, are you familiar with the Ethicnol? A wrinkle of distaste curls a lip, a swarm of maggots and a dead songbird. Worms hollowing a mighty spruce, they celebrate the withering of life rather than its budding. They seize strength from others instead of accepting what Veretha freely gives. Her eyes dim to a blackish brown. They take pride in their independence from the gods, yet their leaders demand an even greater sacrifice, death or life. Strength from spent essence of their petitioners. The Ethicnol offer another kind of service, servitude, and want to kith whose souls have long since rotted. They merely see the world the way it is, not the way they want it to be. The Ethicnol should save lives, not end them. Flecks of green open like buds in her eyes. On this we agree. Speak plainly, will you? Yes. She gives you a mischievous half-grin while her eyes fade to grey. The words on my lips are the language of the stream... are the language of the stream cleaving stones and the wind guiding seeds. If you do not understand, it is because the tongues of Kith have deafened you. I must take my leave. Speichern wir mal und dann sagen wir mal, oh, willst du dich nicht umbringen? Veretha sent me to end your life. It has continued for too long. At least he chose someone who wouldn't wrap her intentions in trickery and lies. But what is a god that his voice should carry so far? And what are you that you should so eagerly obey? The gods only have dominion over what we seed, and you would seed matters of life and death to them. Is that our trust? It's that or trust your neighbors. If you had my neighbors, you might think twice about that. Are you any different? You have extended your life beyond its natural span.
through work and wisdom, the greater the tree, the more fruit it may yield. She nods to the awaits gathered in the clearing. They are vines climbing an ancient elm into the sunlight. My growth sustains them. Should our harmony fall prey to a god's jealousy? The gods are wise and more ancient even than you. It is not for either of us to oppose them. She shakes her head. It is a shame we could not come to an accord. Und Angriff. Ja, also da müsste man auf jeden Fall beide Gruppen umrucksen, um den Beistand von dem Gott zu bekommen. Das werde ich vielleicht mal machen, um das Achievement zu bekommen, aber hier bei meinem grundsätzlichen Playthrough will ich das nicht machen. Also ich denke nicht, dass man das machen muss. Ja, könnte man eventuell mit Resolve halt lösen, aber ich glaube, es war jetzt Resolve 15 und da werde ich halt nicht drankommen. Dann müsste ich das um 10 boosten. Das ist quasi nicht möglich. Denke ich. Ich denke, mit Gegenständen wird man das um 3 irgendwie erhöhen können. Gucken wir hier mal gerade. Na, hier kann man das auch um 3 boosten. Das sind immerhin 6. Und dann halt mit Rasten. Dann kommt man vielleicht auf 8, aber halt nicht auf die. Ghost. Die 10 oder was das waren. So, hier müsste ja noch irgendwo das Vögelchen sein. Ah ja, da wartet der Vogel. The Aldra Arc looms in front of you, just as you saw it through Perzok's eyes. Sargani turns, watching the trees for movement. As the Arc shadow falls over you, the wooded shore fades into a different scene. Lore 9. I've seen I'll follow you. I always get a strange feeling. Not at all. Let's move on. Lore 9. Das machen wir. Ist der Vogel. So, Lore 9. Hatten wir einen Gegenstand, der 3 Lore bringt, oder nur der mit 2?
Giving. Ich guck mal hier. Plus 2 Lore. Vielleicht hat man den hier noch. Wir haben als zusätzliche Option halt immer noch Rite of Ancient Legends. Aber das Ding können wir halt nicht selber bauen. Ich weiß auch nicht, ob man das irgendwo kaufen konnte. Mal gerade, ob man irgendwo hier Lore um 1 erhöhen konnte, was natürlich ziemlich unsinnig ist, aber... Naja, dann müsste man das verwenden. Echt keine Sache, kein Ding, was Lore 3 gibt. 2. Nichts danach aus. Immune Boost? Ah, naja. Na gut. Der braucht noch einen Gürtel. Dann machen wir. Wer war jetzt das mit Lore? Lore Giving. Plus 2. Moment, was war denn das andere? Da gab es doch 2 Optionen. Survival 12. Na, da komme ich auf jeden Fall nicht dran. I am. I good. I get. That's all. Ja, Survival 12 ist ein bisschen viel. Dann müssen wir mal hier Lore pushen.
Seltsam, dass das suppressed ist. Weil der Mensch ist, oder? Weil das gerade nicht an ist. Auf jeden Fall nutzt dem das hier nichts. Das ist halt so. Okay. Das ist zwar verschwendet. Overkill hierfür. Sure. You move slowly through the woods and ruins scattered. Moment. You are standing in another forest. Blackened bare trunks claw their way out of the soil and keep solemn vigil over the young trees and tender shrubs. You move slowly through the woods and the ruins scatter throughout them. Stone pillars and broken arches show the bones of some destroyed building. Between and amidst it all are elves and orlins, their faces painted and their bows drawn. Examine the trees. The stunted, charred trunks look like aftermath of the War of Black Trees. Battles were fought all over the Deerwood and Air Glanfarth, and many of the deadliest fronts developed along the borders and behind major Glanfarthian settlements. Burnt trees, crumbling ruins. Where is this? No one seems to recognize it. I've seen the next location. I'll follow you. She counts the arrows in a quiver before adjusting the weight on her shoulders. I always get a strange feeling near the end of a hunt, like an itch on the end of my nose. I feel like we're close. You sound surprised. I am, after all this time. A part of me had already accepted that I'd never find him, that I'd be stuck wandering like this forever. I'll admit, I didn't believe you at first. Still didn't until now. What changed? I haven't spent this much time around anyone since the long hunts in Nasitak. But I've gotten to know you, seeing how you deal with Kith. Whatever else you turn out to be when we find Theos, you're honest. I know you wouldn't lead me astray in this. What I mean is, thanks. No one's done this much for me in a very long time. Feels almost like I'm part of a village again. What will you do after this is over? Good question. She runs her hand over the smooth, chiseled surface of the arc. After 5 years, I'm not sure what the point of this is. Persok has moved on, and while I'm out here, everyone in Masuk is carrying on as normal, and that will be the case whether I come back having found Persok or die out here. To be honest, I'm not sure what that means for me. She thumbs the Aydra wall with the heel of her hand. But I'm getting ahead of myself. First, we've got to find Persok, as well as your quarry, Cordano. Should give me time to figure out what I'll say to him. What do you think you'll tell Persok? I guess that depends on who he is now. I'd like to think that traveling for 5 years entitles me to give him a solid earful about all of it. But what really matters to someone in Persok's position? The village he left behind? The family he likely won't remember? I wish my fractured memories told me more about the people closest to me. If I had to accomplish as much as Persok, I want to hear about it. As a new person, I'm not sure any of it really matters. I'd want to hear about it. I hadn't thought of it that way. Who knows? When we find Theos, maybe you'll get your wish. Anyway, here's to finding our man soon. Let's talk about something else. Let's move on. XP! Hey. Und wir haben hier irgendwas. Major Adventure. Kannst du machen. Finish on Turn 73. Reputation Bonus. Schön. Ja.
Locate the forest from the latest vision. Und jetzt haben wir da diese Meldung wieder stehen, weil ich das... Ja, okay, dann reisen wir jetzt hier auf jeden Fall weiter und dann werde ich aber noch nicht zurück die Quest machen. Oder? Naja, da laufen wir sowieso später nochmal hin. Nach Redrick's Hold müssten wir nochmal. Mich würde aber auch interessieren, ob sich hier jetzt irgendwas geändert hat in der Stadt. Ich mache mal einen Speicherstand, dann werde ich einfach mal so zur Stadt und gucken, ob da irgendwas ist. Oder ob man das auch sein lassen kann. Wobei, zur Stadt kommen wir sowieso nochmal, wenn wir das Schwert aus Cat Noir fertig haben und das zusammenschmieden lassen müssten. Also brauche ich auch jetzt nicht zur Stadt. Dann würde ich sagen, Cat Noir. Weil es erstmal das nächste ist. Da wechsle ich das Personal aus und reise dann weiter nach Redrick's Hold. Ew. Beziehungsweise die Bounties kann man auch machen. Ist sowieso nur eine halbe Stufe. Wodurch ich diese halbe Stufe jetzt bekomme, kann ja dann auch im Grunde egal sein. Aber dann könnte ich halt für Cat Noir schon hochrüsten. I'd say it's time to get a campfire going and let sleep follow. Mercenaries will attack the stronghold in 4 days. Marching on our gates, they will attack soon. Okay, sehe ich auch noch nicht. So, Personal austauschen. Du raus, du rein, accept. Dann gehen wir mal diese Quest ab im Lodge. Jo.
Well met, friend. I'm here to claim the bounty for Nerrant the Wise. Ooh, smells as bad as he looked. Ja, da haben wir auch schon wahrscheinlich einen Monat in meiner Tasche. Good work, here's the bounty. Leave farewell. Ja, das war sehr viel Erfahrung. Aber wir haben nur Copper bekommen. Naja. Naja. Gucken wir mal in unserem HQ, was wir da noch im Stash liegen haben. Also in diesem... in der Schatzkiste. Was da aus Quests reingekommen ist. Da kann man noch die beiden Schwerter vom Schurken sehen. Mit diesen ganzen Verzauberungen, da mache ich mir halt erst Gedanken auf 12 dann drum. Da macht es keinen Sinn, jetzt irgendwas auf für 8 hoch zu verzaubern noch. Hail and well met. If it can be used to hurt or heal someone, I have it here for sale. Schwarm ist nicht schlecht. Ach so, hier das Buch müsste ich noch reinschauen. Den kann man nehmen. Der ist nichtig. Protection, was war das? Paralyse. Plus Stealth. Also ich hatte das eigentlich so verstanden, als wenn hier auch mal Gegenstände kämen, aber das ist ja alles nur Bullshit. Also so Waffen oder sowas, da ist ja gar nichts bei. Das ist alles nur Crap. Sehr ernüchternd. Das Achievement mit dem Drachen habe ich auch noch nicht erhalten. Ah. I'm glad you've got a proper kitchen. A few close calls with campfires here. Ah, genau. Jo, dann werde ich mal
noch so eine Bounty einsammeln. Oder zwei. Oder drei. Was wäre denn die nächste? Black Meadow. Magrin's Fork. Bellwood. Oder Meadow? Meadow. ...18 Stunden. Ja. 18 Stunden. Die Proportionen auf der Karte, die sind auch... ja, komplett Unsinn. Oder die warten hier durch den Sumpf. Durch Treibsand. Go for some shut eye about now. Na, wird nicht gerastet. So, wir haben hier. Ich glaube, die waren da beim Banditencamp. Ne, da oben höre ich schon. Nice and quiet. Ja. Troll. Ich denke nicht, dass die da eine große Herausforderung darstellen. Vermutlich sollte ich die trotzdem von hier angehen, weil die sich dann hier nach vorne filtern müssen, quasi. Du solltest hey. Vielleicht da jetzt nicht reinlaufen. Of course. Machen wir erstmal die Aufstellung wieder ganz. Hey. Alright then. So. Die müssten wir jetzt hier irgendwie runterpullen. Mengpfgra. Wahrscheinlich macht die das am besten. Of course. Indeed. Hey. Your thoughts must flow deeply indeed. Ja. Speichern. I wish you no harm. Flutsch. Hm? Hm? Das war sowas Ansteckendes, das ist nicht so cool. Okay, wenn nur der das bekommt, ist es wurscht. Jetzt kommen die Maden. Aber die hat noch Cooldown. Also im grünen Bereich. So, den können wir... schon vorher machen können. Sich's anders überlegt. Anderen Zauber. Earthblight. The Dweller. Das war fast kein Schaden. Petrified für sie 28 Sekunden.
Alter, was eine Radio, Reichweite hat das? Fast keins. Naja, gut, aber es ist halt trotzdem verdammt stark. Der ist noch am Casten. Ja, irgendwas muss der casten. Der wartet am besten einfach. Und haut dann gleich die Dings drauf. So, dann kann der auch dahin. Insektenschwarm. Und der kann jetzt hier sein Öl hinhauen. Ja. Der war auch durch. Okay. Der ist gleich drauf. Gegangen. Gestorben. So, da habt ihr einen schönen Insektenschwarm. Kann der was Neues casten? Sunlands, das war ein Single Target. Was war das denn? Creates a Royal Cloud of Purification, healing the endurance of allies, pushing back enemies. Na, das ist Quatsch. Der war extrem gut. Zumal, dass ja hier so Holzhoshis sind. Aber ich denke, das ist auch unnötig. Machen wir den so. Greater Earthblight. Wo ist denn hier dieser... The Dweller ist ganz oben. Das dieses Troll-Symbol ist... Ah, okay. Mal den da unten möchte ich eigentlich schon mit reinnehmen. So. Schöner Blind. Sauber. Dann können wir jetzt hier einen von denen verwenden. Kommt der da nicht durch oder was? Stellt er sich nur zu blöd an. Spreading plague. Da kommen die Missiles rein. Okay.
Können wir hier noch einen Blind draufhauen? Ach, da ist auch noch einer. Der lebt noch. Okay, verstehe. Der kommt näher. Der sollte dann natürlich jetzt nicht dagegen antanken. Es sei denn, ich krieg den paralysiert. Wunderbar. Dann können wir auch ganz drauf gehen. Machen wir nochmal eine Runde prone. Der hat nichts zu tun. Bisschen Blitze. Ja. Ist schon geplatzt, okay. Troll injured. Den habe ich ganz übersehen. Naja, noch ist alles prone. Na, was ist denn da gerade so am Hängen? Alert, finished. So. Naja, macht mal. My thoughts are scattered. Hard to hold on to. Of course. Jo, das war jetzt auch recht einfach. Ach so, speichern wir nochmal. Dann klicke ich mal das an und guck einfach mal, was passiert. Was passiert, wenn wir jetzt auf Manual Resolve klicken? You must travel to Cat Noir to participate in the defense. Okay, und wenn ich auf Auto Resolve klicke? You have accrued a debt due to damage to the stronghold. You won't receive any more income taxes on this paid. Das will ich ja nicht. Dann werde ich jetzt laden und hier aber auch einen Schnitt machen und dann geht's beim nächsten Mal zur nächsten Bounty. Bis denn!